Und ein herzliches Willkommen zurück, hey, bei The Legend of Zelda Twilight Princess auf HD auf der Wii U. Ich bin von Lyra Gameplays als Hobby und ja, hier sind wir stehen geblieben. Wir wollten unseren Lichttiegel auffüllen. Ist jetzt eine Weile schon wieder her, dass ich spielen konnte, mindestens 2 Wochen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie es funktioniert, aber ich denke mal schon. Gerade mal so ein bisschen gucken, buddeln, okay, ja, da oben steht ja alles. Okay, dann suchen wir mal die ganzen Käfer. Da drin haben wir auf jeden Fall Käfer. Ja, mit der, das Gamepad ist echt heftig. Muss ich mich erstmal echt wieder dran gewöhnen. So, hier drin sind wir eigentlich stehen geblieben, soweit ich eigentlich weiß, vom letzten Teil her. Und ja, ihr könnt mich auch wieder sehen, das habe ich ganz vergessen wieder zu sagen. Ich habe mein Computer ist neu zusammengestellt. Er ist viel leistungsfähiger und sowas. Und da habe ich es jetzt gerade nochmal ausgeprobiert. Und ich habe gemerkt, es kratzt nicht mehr im Hintergrund. Also habe ich mir gedacht... ich kann es jetzt wieder mit Dings aufnehmen. Mit Kamera, dann könnt ihr mich wieder sehen. Juhu! Nein! Und da macht es ganz vielleicht mehr Spaß, wenn man mich schon wieder sehen kann. So. Lauschen. Was ist das? Die Tür zu Katakomben ist von allein? Ist das etwa auch das Werk, dieses Ungeheuer? Nein, das war mein Werk. So, hier unten haben wir sogar 3. So, das hat auch gut funktioniert. Ansonsten haben wir hier unten, glaube ich, nichts. Nee, Herzen gibt es ja generell keine, das können wir noch nicht machen. Dauert noch eine Ewigkeit. Nanu? Über das Holzgerüst könnten wir sicher bis nach oben klettern. Und da ist er mal wieder draußen. Zum Glück. Lebendig verbuddelt, das wäre nicht so schön. Und wir sind wieder am Friedhof. Nein! Na toll. Das war wieder zu schnell reagiert. So, die nächsten Käfer müssen wir finden. Jetzt haben wir immerhin durch die Lichtkäfer wieder alle Herzchen voll. Das ist wenigstens etwas, wenn wir schon keine Herzchen finden können. So, wo gehen wir zuerst hin? Eigentlich an sich egal. Achtung, Springen verboten. Keine Haftung für Unfälle. Hotel Eld Inn. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob der Käfer hier oben war. Oder hier drin. Wir gehen erstmal rein. Dieser komische Schattengreifvogel da hat gestört, aber ich höre auch schon den Käfer. Ach ja, okay. Eigentlich sollte er da drüber springen. Geht doch.
Der mag wohl die Hitze nicht. Oh, hier sind sogar Gegner drin. Und eine kleine Truhe. 20 Rubine. 20 Rotes wäre ja auch cool. Da hätten wir 400 Rubine. Oh, da ist sogar noch einer. Ach ja. Ein bisschen Unruhe stiften. So, hier ist sonst nichts. Außer das hier. Ein gelber Rubin. Wer versteckt denn sowas hinterm Schrank? Okay, ich glaube, wir haben hier sonst an sich alles. Dieser Rauch. So, da sitzt dieser komische Schattengreifvogel. Okay, wir müssen jetzt auf die andere Seite. Dann gehen wir einfach mal hier runter. Zum Glück bin ich schwer genug, als ob ich da durchbrechen kann. Okay, das kann man nicht umschmeißen. Andere Richtung schieben, so. Ist da extra dunkel hinterlegt da dahinter. So, unser Tiegel füllt sich. Aber wir haben noch nicht alle. Wenn du alles erledigt hast, sollten wir von hier verschwinden. Da sind wir dabei. Das ist prima. So, was haben wir hier? Okay, das scheint nur da drin zu sein. Von Türen öffnen können wir leider nicht. Ah. Ich habe nichts kaputt gemacht. Das waren die Monster. Mich kann man ja eh nicht sehen. Ganz schön heruntergekommen hier drin. Noch nicht eingesammelt? Doch, oder? Feuergefahr. Lampen strengstens verboten. Und zum Glück sind wir noch ein Wolf und haben keine Lampe bei uns. So, wir wollen hoch hinaus. Hier oben gibt es auch noch welche.
Achtung, betreten verboten. Burns. Okay, wir müssen es aber betreten. Denn wir brauchen die Käfer. Achso. Ich hatte schon gedacht, der krabbelt selbst rein. Für was brennt hier eigentlich Feuer, wenn hier bloß nichts Brennbares sein darf? Verdammt, was soll das? Ich habe echt keine Lust, hier mit dir zusammen vor die Hunde zu gehen. Ich bin raus. Ich auch. Ich war's nicht. Drei Stück waren da drin. Wow. Ich hatte gedacht, nur einer. Puh, kannst du bei der Suche nicht etwas besser aufpassen? Für diesen Strahlentau hat ein Haus in die Luft gehen müssen. Den solltest du also besonders schätzen. Brauche ich nicht schätzen. Der Burns hat es eh nicht mehr gebraucht. So, noch drei Stück. Wo geht's hier lang? Todesberg. Ebene von Haiwu und Hauptstraße. Gut, Richtung Todesberg. Hoho, hier hört die Straße wohl auf. Aber wenn du weiter willst, zeige ich dir den Weg. Na, dann zeige ich mir mal den Weg. Ein Gorone. Mann, wieso muss ich hier bloß Wache schieben? Schließlich haben sie alle Leitern gekappt und da kommt doch sowieso kein Mensch hoch. Und überhaupt, wenn die Ältesten ein Problem haben, sollen sie sich doch ruhig von Menschen helfen lassen. Wieso eigentlich nicht? Oh, ziemlich weit oben sind die letzten drei. Wir lassen es uns natürlich jetzt erstmal nicht aufhalten. Es bringt ja eh nichts. Wir wissen ja eh, wer gewinnt, nämlich ich. So, und hier haben wir so einen Pfeifstein. Worauf hier angesprochen wurden. Das machen wir gerade mal. Einmal A mit Lauschen. Achso, ich muss dann noch A drücken, oder was? Okay. Das ist die tierische Ocarina of Time. So. Und noch einmal, weil es so schön war. Der Wolf hat sogar einen Ohrring. Ich habe einen Schnippel am Finger. Ab. Ich kann mal einen Schluck Tee trinken. Du sollst einen der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Suchen brauchen wir denn nicht, denn wir kriegen es jetzt auf der Karte angezeigt.
Ganz am Anfang. So. Ach, guck an, direkt neben mir. Okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Autsch, das habe ich nicht gesehen. Todesberg. Oh. Hier bekommen wir ein neues Portal. Der ist eingesperrt. So, funktioniert doch. Sehr schön. Vielleicht könnt ihr ja mal in den Kommentaren erwähnen, ob ich Zelda weiter mit Kamera aufnehmen sollte oder ohne. Ich meine, mir persönlich ist es egal. Das ist so eine Art, ich denke mir halt so, sicherstellen, dass die Videos auch von mir sind. Kann keiner dann kopieren für, von sich aus reinstellen und meinen, er hätte es gemacht. Denn es sieht ja nicht jeder so aus wie ich. Hm. Warum muss ich eigentlich ausgerechnet hier Ware schieben am Ende einer Sackgasse? Ist doch völliger Blödsinn. Vielleicht haben die mich ja auch abgeschoben, weil ich zu nichts anderem tauge. Oh. Den habe ich übersehen. Okay, das war jetzt ein bisschen unüberlegt. Mit den Steinen vom Himmel habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein. Bisschen die Kamera drehen, ganz vorsichtig. Okay, und die Steine kommen wieder. Warten wir mal ab. Oh Mann, hier ist ja schon wieder ein neuer Geysir entstanden und ausgerechnet da, wo man ihn gar nicht gebrauchen kann. Da ist wohl jetzt kein Durchkommen mehr. Auch nicht für mich. Tschüss. Huch. Nein! Das ging jetzt schnell. Spiel fortsetzen, natürlich.
gut, okay. Aber das passt natürlich wieder sehr gut zur Spielzeit, denn wir sind schon bei 20 Minuten angekommen. So, so schnell kann es gehen. Also, ja, das war The Legend of Zelda Twilight Princess auf der Wii U in HD mit Fondue Gameplays als Hobby. Und ich habe es ja, wie gesagt, vorhin schon mittendrin erzählt. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ich jetzt zumindest hier das Spiel zum Beispiel jetzt auch mit Kamera aufnehmen soll, als dass man mich sehen kann. Oder die Kamera auslassen soll. Oder ob es euch egal ist. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz nett, wenn man mich zum Beispiel aussieht, aber vielleicht ist es doch eher bei Horrorspielen nett. Weiß ja auch nicht. Ja, ich hoffe einfach, ihr kommt trotzdem beim nächsten Teil wieder dazu. Seht wieder mit zu und wenn es euch gefallen hat, dieser Teil ja zum Beispiel, dann Daumen oben da lassen und ein Abo, wenn es geht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder oder woanders, bei einem anderen Let's Play. Auf jeden Fall viel Spaß und das war's. Mit Fondue Gameplays als Hobby. Tschüss.